Hi Leute. Ja, am 1. September sind die Wahlen in Sachsen, die Landtagswahl. Und seit vorgestern, glaube ich, ist der Wahl-O-Mat online. Und den wollte ich jetzt mal durchgucken. In Sachsen soll auch nach 38 noch Braunkohle abgebaut werden. Ja, man braucht sie ja auch nie bloß zum Heizen, sehe ich ja allgemein. Stimme zu. Jugendliche ab 16 sollten meiner Meinung nach noch nie wählen. In dem Alter hast du zu wenig Erfahrung und Übersicht. Ich denke mal ja. Auf keinen Fall. Ich will nie, dass den Krieg anfeuern, der Krieg soll beendet werden. An den Schulen des Freistaats sollen weiterhin Kopfnoten, Betragen, Fleiß, Mitarbeit, Ordnung vergeben werden. Ja, ich habe das schon mal gehört, dass das diskutiert wird. Aber ich denke mal, ja, ich bin auch damit aufgewachsen und es gehört halt dazu, finde ich. Mehr Krankenhäuser öffentlich. Krankenhäuser sollen nie nach Profit arbeiten, sondern die Leute heilen. Also ja. Es sollen weiterhin Personenkontrollen an den Grenzen stattfinden. Viele wurden ja bis jetzt nie gemacht, aber es sollen welche gemacht werden. Bin ich auch voll der Meinung, dass wir nie jeden reinlassen, der hier unser Sozialsystem ausnutzen will. Vermögenssteuer. Dazu habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Das werden wir mal neutral be bewerten. Die Beschäftigung mit der SED-Diktatur soll stärker berücksichtigt werden. Stimme zu. In den sächsischen Lehrplänen soll die Be Habe ich doch gerade zugestimmt. Sächsische Hochschulen sollen stärker mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten. Ich denke mal, es kann immer für einen Vorteil sein. Ich stimme zu. Windkraftanlagen. Wenn es darum geht, Bäume zu fällen, dass die aufgestellt werden, bin ich dagegen. Ansonsten. Aber ich bewerte das mal neutral. Ja. Sächsische Schulen sollen geschlechtliche Vielfalt mit Sonderzeichen sprachlich abbilden dürfen. Auf keinen Fall. Das verhunzt die deutsche Sprache. Bin ich dagegen. Die Mietpreisbremse soll abgeschafft werden.
Da kann ich auch nie genug drüber sagen, neutral. Die sächsischen Polizisten sollen im Rahmen von verpflichtenden Fortbildungen gegen Rassismus sensibilisiert werden müssen. Eigentlich stehe ich da neutral dazu. Klarer Fall. Auf keinen Fall gentechnische Pflanzen. Ich bin gegen solche Basteleien, die nie bis zum Ende durchgespielt und erforscht sein können. Ja, die Kirche sagt ja, viele sagen nein. Mir ist es eigentlich egal. Deswegen neutral. Für alle entgeltfrei. Ja, einerseits bin ich der Meinung, ja. Andererseits, wer soll das alles bezahlen? Ich stehe neutral dazu. Förderschulen in Sachsen sollen erhalten bleiben. Ich denke mal, ja. Ach, da stehe ich eigentlich nicht so der Sache gegenüber. Grunderwerbsteuer für selbstgenutzten Wohnraum. Ich selber hab nichts. Mir wäre es egal. Ich denke mal neutral. Frauenquote. Auf keinen Fall. Weil eine Frau, die was drauf hat in ihrem Job und Ahnung hat, die schafft es auch an der Spitze, wenn die will. Und eine Frauenquote heißt ja, wenn den Job bewerben sich zwei, eine Frau, die vielleicht überhaupt keinen Durchblick hat in dem Thema, die einfach bloß mal ihn auf Chef machen will. Und jemand, ein Mann, der total Ahnung hat, richtig sich auskennt. Und man sieht es ja an der Regierung. Da sind ja, ich weiß nicht noch, was die Quoten dort, die Jobs vergeben werden, aber die haben ja, da hat ja niemand Ahnung von seinem Job. Bestes Beispiel war die ehemalige Frauenministerin, ist danach Kriegsministerin, Verteidigungsministerin geworden. Das geht doch nie. Gerade jetzt der Verteidigungsminister, das soll einer machen, ein General, der sich auskennt in dem Gebiet. Nicht irgendeiner, der mal was gehört hat. Kein Wunder, dass ich habe mal die Zahl gesehen, das ist irre, was die Regierung an Berater Geld bezahlt. Nur um sich beraten zu lassen. Jemand, der Ahnung hat, braucht keine extra Berater. Also ich bin da voll dagegen, dass es eine Frauenquote gibt. Also einerseits bin ich gegen immer mehr Überwachung vom Staat, aber nach dem, was jetzt immer so passiert,
stimme ich eigentlich auch für eine Videoüberwachung. Wobei, ich gehe auf neutral. Was ist das Förderprogramm Weltöffentlich Sachsen für Demokratie und Toleranz? Hecht das, die geben Gelder an welche, die am lautesten nach Demokratie und Toleranz schreien? Bis jetzt habe ich immer nur mitbekommen, die am lautesten nach Demokratie und Toleranz schreien. Die haben keine Toleranz gegen diejenigen, die eine andere Meinung als sie haben. Also soll Sachsen das Programm für Sachsen, für Demokratie und Toleranz beenden. Ich bin für Demokratie und genau deswegen, weil die am lautesten nach Demokratie schreien, haben laut meiner Erfahrung und dem, was ich in letzter Zeit so mitbekommen habe, die wenigste Demo oder am wenigsten für Demokratie übrig. Klingt komisch, ist aber so. Ich kann jetzt auch nicht stehgreif die Beispiele jetzt nie alle zusammentragen, da möchte ich auch noch mal gucken, was ich selber auch erlebt habe. Kann jetzt auf Anhieb fällt mir gerade ein, zu Corona-Zeiten habe ich irgendwo nur gesagt, dass ich die Maßnahmen vom Staat ein bisschen verspitzt halte, bisschen überspitzt halte. Und schon wurde ich als Nazi bezeichnet. Also will ich jetzt mal nicht weiter drauf eingehen. InteressenvertreterInnen und Interessenvertreter außen, die Zugang zum Landtag haben, müssen in einer Lobbyregister, ja klar, da bin ich voll dabei. Gebührenfreie Deutschkurse für Flüchtlinge. Ich denke mal, die sollten schon Deutsch können. Und es kann sich ja nie jeder leisten unbedingt. Ich denke mal, dass die Möglichkeit sollte es geben. Militärische Zwecke an Hochschulen bin ich voll dagegen. Einen gesetzlichen Anspruch für Weiterbildung freistellen zu lassen. Ich stehe neutral dazu. Also bei mir ist es so im Betrieb, wenn ich jetzt sage, ich will frei haben, weil ich mich vielleicht anderweitig irgendwas weiterbilden will, gibt es eine Möglichkeit, dass man dann unbezahlt freinimmt oder sowas. Vermute ich zumindest. Ich habe es noch nie probiert, aber ich stehe neutral dagegen. Schwangerschaftsabbrüche nach Beratung. Ich denke mal ja, dass jeder
Jo, das Landesamt für Verfassungsschutz. In letzter Zeit ist das ja eigentlich mehr oder weniger Regierungsschutz. Wenn die ihren Job wieder richtig machen würden, wäre mir das neutral. Aber wie gesagt, im Moment ist das ja mehr oder weniger Regierungsschutz. Nachdem mittlerweile die Demokratie abgeschafft wird, nachdem Zeitungen, gut, eine rechte Zeitung, die, weiß nicht, wie weit, wie tief rechts sie sind, ich habe mich nie mit der Zeitung selber in Verbindung gesetzt. Ich habe zwei, drei Videos von denen gesehen bei YouTube, wo die was Regierungskritisches gesagt haben oder diskutiert hatten. Da, von daher konnte ich nicht sagen, dass die radikal und böse sind, und in meinen Augen geht das gar nicht. Und es wurde ja gesagt, gegen die ist auch nie Gerichtsverhandlung gewesen oder sowas, dass die irgendwas Verbotenes gemacht haben. Jedenfalls sind die nie vorbestraft oder sowas. Also von daher ist im Moment das Thema Verfassungsschutz für mich weg. Ich stehe da neutral dazu. Ich habe mich mit der Sache nie beschäftigt. Da kann ich auch nicht viel dazu sagen. Ich war selber nie im Kindergarten. Nur mal eine Woche oder 2 Wochen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich denke mal, das sollte den Eltern vorbehalten sein. Das sollte den Eltern vorbehalten sein, ob die ihr Kind in Kindergarten schaffen oder nie. Da bin ich dafür, fürs Mobilfunknetz ausbauen. Konsequent abschieben. Zu der vorhergehenden Position möchte ich noch sagen, es geht ja um strafbar abschiebepflichtige Ausländer, die sich illegal hier aufhalten. Es geht ja nie um welche, die integriert haben. Also der Dönerladen um die Ecke wird wahrscheinlich trotzdem noch offen bleiben, weil die sind ja integriert, die verdienen hier Geld und zahlen dementsprechend auch Steuern. Abgeschoben werden sollen die, die halt den Staat auf der Kasse liegen und hier nichts machen und nur Geld haben wollen und womöglich noch mehrere Identitäten sich angeeignet haben, um mehrfach Gelder abzugreifen. Jugendliche verpflichten bei Entscheidungen, die sie betreffen, einbezogen werden. Ich denke mal, das muss familienmäßig, müssen die sich da einigen können. Das muss nie von der Regierung oder so bestimmt werden. Also für einen Rundfunkbeitrag bin ich noch dafür. Wobei meine Bereitschaft, dafür zu stimmen, immer weiter sinkt. Zum einen berichten sämtliche öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehstationen, bis auf wenige Ausnahmen,
mehr Richtung Staat und um den Staat zu unterstützen. Aber noch vor kurzem habe ich ganz klar ja gestimmt. Das liegt dann seit Corona, also ja zum Rundfunkbeitrag. Seit Corona ist meine Bereitschaft immer weiter gesunken. Weil irgendwie verliert man langsam den Glauben daran, dass die noch neutral sind. Aber ich werde mich mal hier neutral stellen. Also ich bin weder dafür noch dagegen. Innerorts Tempo 30, auf keinen Fall. Was soll das bringen? Die Möglichkeiten, die Sächsische Schweiz touristisch zu nutzen, sollen erweitert werden. Immer mehr Touristen bringen immer mehr Geld, aber machen auch die Umwelt immer mehr kaputt. Letzten Endes geht es ja darauf hinaus, mehr Touristen hierher zu locken, die dann ihren Müll in die Wälder schmeißen. Ich bin dagegen. So, Gewichtung der Thesen. Ich lasse das mal alles so, wie es steht. Was heißt denn? Ach, wo ich neutral gelockt habe. Und Häkchen, wo ich ja gesagt habe. So, Auswahl der Parteien. Kann man hier alle auswählen oder muss ich die alle einzeln anklicken? Hier können Sie alle Parteien auswählen. Ja, die Freien Sachsen empfiehlt er mir ganz klar hier. Tierschutz. Okay. Da wissen wir's. Weiter zum Tuning. Was kannst denn du hier noch für Tuning machen? Ach, hier kannst du noch verschiedene Sachen höher bewerten. So, nachdem ich schon verschiedene Sachen noch höher in die höhere Wichtigkeit geschalten habe, sagte mir immer noch die Freien Wähler als ersten und die AfD war vorhin, glaube ich, an dritter Stelle, jetzt ist er auf fünfter. Jetzt kann man noch hier verschiedene Parteien vergleichen. Der wählt gleich automatisch welche aus, die sich hier ähneln oder unterscheiden. Es gibt übrigens auch noch den Sozialomat. Den spiele ich aber jetzt nie durch. Hier haben sie auch sämtliche Parteien mit einbeschlossen.
und gehen mehr auf soziale Fragen ein. Armut, Arbeit, Bildung, Familie, Gesundheit, Zuwanderung, Integration, Zusammenhalt und Gerechtigkeit. Ich hatte mal kurz durchgeblättert, aber den werde ich aber jetzt nie durcharbeiten, sondern vom Wahl-O-Mat, das reichte mir jetzt. Na gut, ich spreche mal jetzt hier ab. Klickt mal bitte auf Gefällt mir und hinterlasst einen Kommentar. Oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.